Shalom, ich grüße euch heute zur Online-Predigt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Shalom, saya menyambut saudara sekalian di Khotbah Online dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ich freue mich, heute wieder zu euch das Wort aus der Heiligen Bibel lehren zu können. Saya senang hari ini bisa membagikan firman Tuhan lagi. Meine Freude ist heute besonders groß. Entschuldigung? Saya sangat sangat senang hari ini. Denn unsere Tochter Agnes hat heute Morgen eine Tochter geboren. Hari ini, karena hari ini putri saya telah melahirkan seorang anak. Doch lasst uns zunächst beten. Mari kita berdoa. Allmächtiger, großer und gütiger Vater, wir danken dir für deine Barmherzigkeit und unverdiente Gnade. Bapa yang baik, Maha besar dan Maha kuasa, kami berterima kasih atas belas kasihan dan anugerah yang tidak selayaknya kami terima. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Rettung und Erlösung durch deinen Opfertod am Kreuz. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas keselamatan dan penebusan dosa kami melalui pengorbananmu di kayu salib. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns mit Weisheit und Glauben gestärkt hast. Roh Kudus, kami berterima kasih kalau engkau menguatkan kami dengan hikmat dan iman. Lass uns heute dein Wort richtig verstehen und uns den Weg des Heils nicht verlassen. Halleluja, Amen. Biarlah hari ini kami mengerti akan firman-Mu, dan jangan biarkan kami meninggalkan jalan jalan keselamatan. Haleluya. Amin. Die Predigtreihe Royal Priesthood oder Königliches Priestertum ist in vier Themenbereiche aufgeteilt. Rangkaian khotbah Imamat Rajani dibagi dalam empat tema. Im März haben wir den Predigten über den Ort der Akzeptanz und den Ort der Ehre gesprochen. Di bulan Maret kita membahas khotbah tentang tempat penerimaan dan tempat terhormat. Im April hat Andreas über den Aufruf zum richtigen Leben gesprochen. Bulan April Andreas berbicara tentang panggilan untuk hidup benar. Und heute schließe ich die Predigtreihe mit dem Thema A Place of Blessing oder ein Ort des Segens. Hari ini saya akan menutup rangkaian khotbah ini dengan topik dengan tema tempat berkah. Doch wie immer wollen wir zunächst unser Bekenntnis, die Deklaration, zusammen aufsagen. Seperti biasanya, sebelumnya kita mari bersama-sama membaca deklarasi kita. Ich spreche in Deutsch und wer das noch nicht kann, kann es auch in seiner Muttersprache tun. Saya baca dalam bahasa Jerman, siapa yang belum bisa, bisa juga membaca di bahasa Indonesia. Okay, satu, dua, tiga. Das sind gute Nachrichten. Ich bin durch Gottes Gnade gerettet, nicht durch meine Werke. Ich bin berechtigt, geändert und durch ihn gesegnet. Jetzt weiß ich, alles geschieht für das Gute in meinem Leben, weil ich nach seinem Vorsatz berufen bin, gemeinsam leben wir Gottes Ehre. Menschen sind unsere Mission, Gemeinsamkeit mit Gott macht jünger. Amen. Mein Thema über den Ort der Akzeptanz haben wir gelernt, dass Jesus Christus der Eckstein und die Grundlage unseres Lebens ist.
Pada saat kita membahas tema tempat penerimaan, kita belajar Yesus Kristus adalah batu penjuru dan dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dieses verleiht uns die Identität und die Berufung zur königlichen Priesterschaft. Karena hal ini memberikan kita identitas dan panggilan kita kepada imamat kerajaan. Bei dem Thema über den Ort der Ehre haben wir gelernt, in Würde zu leben und andere zu respektieren. Pada tema tempat terhormat, kita belajar bagaimana kita hidup bermartabat dan menghormati orang lain. So können wir durch unser Zeugnis von anderen akzeptiert werden. Karena dengan begitu, dari kesaksian hidup kita, orang lain bisa menerima kita. Am letzten Sonntag haben wir von Andreas gehört, dass wir unsere Berufung bewusst sein müssen und so die Wahrheit tun müssen. Minggu yang lalu kita mendengar dari Andreas bahwa kita harus sadar akan panggilan kita dan melakukan kebenaran. Heute wollen wir lernen, dass in der Familie Gottes Segen ausgegossen wird. Hari ini kita mau belajar bagaimana berkat Tuhan tercurah atau dicurahkan di dalam keluarga. Besonders hat er es heute in unserer Familie getan. Ja, khususnya hari ini keluarga saya ada mendapat berkat dari Tuhan. Wie kann das geschehen und wie müssen sich Mann und Frau verhalten, damit es eine glückliche Ehe wird? Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana suami dan istri harus bersikap supaya tercipta pernikahan yang bahagia? Hier gibt es ein gutes Beispiel, das es sogar in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Ada satu contoh yang bagus tentang hal ini. Bahkan cerita ini tuh berhasil tercatat di Guinness Book. Percy and Florence Arrowsmith halten 2 Rekorde. Percy and, sama Florence Arrowsmith ini memegang 2 rekor. Zum einen die längste Ehe mit 80 gemeinsamen Jahren. Rekor yang pertama, usia pernikahan mereka itu terlama 80 tahun lamanya pernikahan. Und zum anderen das älteste Paar mit zusammen 205 Jahren. Rekor yang kedua, pasangan mereka adalah pasangan yang tertua kalau usia mereka dijumlahkan mencapai 2005 tahun. Bevor sie im Jahr 205 starben, gaben sie ihre wichtigsten Tipp für eine gute Ehe bekannt. Sebelum mereka pada tahun 2005 meninggal, mereka memberikan satu tip yang baik. Florence sagte, du darfst nicht ins Bett gehen und einschlafen mit Ärger oder Streit. Florence bilang, kamu tidak boleh pergi tidur atau tertidur sebelum kalau masih marah atau masih bertengkar. Du musst sofort zuvor deinen Partner küssen oder lieben. Sebelum kamu tidur, kamu harus mencium istri kamu dan cintailah pasangan atau pasangan hidup kalian. Und habe niemals Angst zu sagen, es tut mir leid. Jangan pernah ragu atau takut untuk mengatakan minta maaf. Percy gab einen Rat mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Percy membagikan nasihat dengan senyum di bibirnya. Es braucht nur 2 Worte. Yes, dear oder jawohl, Liebling. Pernikahan yang bertahan itu hanya perlu 2 kata. Ya, sayang atau baiklah, sayang. Nun ist alles klar, wie man eine glückliche Ehe führen muss, oder? Sekarang sudah jelas kan bagaimana
memiliki pernikahan yang bahagia, bukan? Grundlage meiner Ausführung ist der erste Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Firman Tuhan khotbah saya hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 12. Das Kapitel 3 ist in der Elberfelder Bibel überschrieben mit Verhalten in der Ehe. Ya, di pasal 3 ini di Elberfelder Alkitab versi Elberfelder ditulis tema dengan judul bersikap dalam pernikahan. Lesen wir zunächst die Verse 1 bis 6. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Worte durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht einen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare oder und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in unvergänglichem Schmuck des sanften und stillen Geistes, der von Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herrn nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Hallo! Habe ich da gerade von einigen Frauen ein leichtes Murren gehört? Hallo, apakah saya barusan mendengar sedikit keluhan dari beberapa istri atau ja? Oder bei einigen zumindest ein Kopfschütteln gesehen? Atau setidaknya saya melihat beberapa menggeleng-gelengkan kepala? Ein Aufschrei würde bei diesen Worten des Petrus durch die Gemeinde der Feministen und Frauenrechtler in Deutschland gehen. Mendengar firman Tuhan dari kitab Petrus ini menimbulkan protes dari kaum feminis atau aktivis wanita di Jerman. Wird mit diesen Worten nicht die bisher erreichte Gleichberechtigung der Frau widersprochen? Bukankah firman tersebut bertentangan dengan kesetaraan wanita yang telah dicapai selama ini? Zunächst müssen wir uns in die Zeit vor 2000 Jahren zurücksetzen. Pertama-tama kita harus menempatkan diri pada posisi 2000 tahun yang lalu. Zu Petrus Lebzeiten und der Zeit davor war der Mann die herrschende Person. Pada masa hidup Petrus atau pada masa sebelumnya, pria adalah orang yang memiliki kekuasaan. Gott hat aber Eva nicht als Sklave für Adam oder mit minderwertigerer Stellung erschaffen. Tuhan tapi tidak menciptakan Hawa sebagai budak untuk Adam atau memposisikannya lebih rendah dari Adam. Nein, sondern Gott gab Eva die Kraft, um eine Hilfe für den Mann zu sein. Sebaliknya, Tuhan memberikan Hawa kekuatan sebagai penolong untuk suaminya. Gott hat also den Adam als den angesehen, der Hilfe braucht. Tuhan itu melihat seorang pria atau sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Männer haben das Alte und das Neue Testament mit Hilfe des Heiligen Geistes niedergeschrieben. Pria-pria lah yang menulis perjanjian lama dan baru dengan bantuan dari Roh Kudus. Gott sprach mit Adam nach dem Sündenfall, nicht mit Eva.
Tuhan berbicara kepada Adam setelah kejatuhan dosa di Taman Eden, bukan dengan Hawa. Gott sprach zu Noah, eine Arche zu bauen, nicht zu seiner Frau. Tuhan berbicara kepada Nuh untuk membangun bahtera, bukan kepada istri Nuh. Gott sprach zu Abraham, in ein fernes Land zu gehen, nicht mit Sarah. Tuhan berbicara kepada Abraham untuk pergi ke negeri yang jauh, tidak kepada Sarah. Es war eine Welt, die von Männern beherrscht wurde. Itulah suatu dunia yang di mana pria memiliki kekuasaan. Selbst zu Maria sprach Gott durch einen Engel, dass sie den Retter gebären wird und sie ihn Jesus nennen sollte. Kepada Maria sendiri, Tuhan berbicara melalui malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat dan dia harus menamainya Yesus. Selbst in unserer Zeit wird die Welt immer noch von überwiegend Männern geführt. Bahkan di zaman sekarang ini, sebagian besar dunia masih dipimpin oleh laki-laki, pria. In Deutschland gab es bis 1970 ein Gesetz, nach dem Frauen nur mit der Genehmigung ihrer Männer arbeiten durften. Di Jerman ada undang-undang sampai tahun 1970 yang menyatakan kalau perempuan atau istri hanya boleh bekerja atas persetujuan suami. Auch bestimmte der Mann bis dahin den Lebensort der Familie. Bukan hanya persetujuan, tapi suamilah yang menentukan juga di mana keluarga ini tinggal. Aber was will Petrus eigentlich mit diesen Versen sagen? Tapi apa yang sebenarnya Petrus ingin sampaikan dari ayat-ayat tersebut? Wenn in einer Ehe ein Mann nicht mit Gott oder mit seinem Wort rechnet, wird die Frau leider häufig wie ein Gebrauchsgegenstand behandelt. Jika seorang suami dalam sebuah pernikahan tidak mengandalkan Tuhan atau firman-Nya, sayangnya sering istri ini diperlakukan seperti barang yang bisa digunakan sesuka hati. Eine gläubige Frau findet durch ihren Umgang mit Gott die Kraft, trotz der oft Demütigungen und Behandlungen seitens ihres Mannes, sich ihm unterzuordnen. Seorang istri yang beriman menemukan kekuatannya melalui hubungannya dengan Tuhan untuk tetap tunduk kepada suaminya meskipun seringkali mendapat perlakuan yang merendahkan atau memalukan. Biblische Unterordnung ist ein Zeichen großer geistlicher Kraft. Ketaatan kepada firman adalah suatu tanda kekuatan spiritual yang besar. Petrus sagt weiter, dass die Frau durch ihre Lebensweise den Mann zur Besinnung bringen soll. Petrus berkata lebih lanjut kalau istri harus menyadarkan suaminya melalui cara hidup mereka. Nicht durch ständiges Predigen, sondern als ein Vorbild alles willig zu tun. Bukan dengan berceramah setiap saat, tapi sebagai teladan untuk melakukan segala sesuatunya dengan hati atau dengan rela. Auch soll die Frau nicht ständig den Mann an seine Fehler erinnern. Istri-istri juga tidak boleh terus-menerus mengingat-ingat kesalahan suaminya. Das führt nur zu Streit und Ärger. Karena semua itu hanya akan mengarah kepada pertengkaran dan kemarahan. Ein Beispiel. Ständig lässt du deine Strümpfe irgendwo liegen. Sebagai contoh, selalu kamu taruh kaos kakimu di mana-mana. Oder besser, Schatz, willst du die Strümpfe morgen noch einmal anziehen oder soll ich sie waschen? Atau, sayang, ini kaos kaki mau dipakai lagi besok atau boleh saya cuci? So tut die Frau alles mit Liebe. Selbst die einfachsten Sachen wie Saubermachen, Versorgung des Mannes, der Kinder und des Haushaltes.
Begitulah seorang istri melakukan segala sesuatu dengan kasih, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun, seperti beres-beres atau bersih-bersih merawat suami, anak-anak, atau rumah tangga. Dabei soll die Frau aber natürlich bleiben. Eine göttliche Frau. Tapi sebaiknya istri harus tetap murni, menjadi seorang wanita ilahi. Nicht Verführungskünste durch ihren Charme und Schmuck und Parfüm, Schminke und besondere Kleidung soll sie ihren Mann manipulieren. Tidak memanipulasi suaminya dengan goda-godaan melalui pesona, perhiasan, parfum, make-up atau pakaian-pakaian yang khusus. Die wahre Schönheit eines Menschen besteht nicht aus seinem Äußeren. Kecantikan sejati seseorang tidak dinilai dari penampilan luarnya. Das Schönste an einem Menschen ist seine innere Schönheit. Hal terindah dari seseorang adalah kecantikan batinnya. Es ist sein Charakter und sein sanfter und stiller Geist. Yaitu karakternya dan rohnya yang lemah lembut dan tentram. Es ist leicht, sich unterzuordnen, wenn man weiß, dass man geliebt wird. Sangat mudah untuk seseorang taat saat dia tahu dia dicintai. Aber Petrus hat auch die Männer belehrt, wie sie sich in der Ehe verhalten sollen. Tetapi Petrus juga mengajari bagaimana para suami harus berperilaku dalam pernikahan. Lesen wir hierzu den Vers 7. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen, den Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, einem schwächeren Leib, dem Weiblichen, und gebt ihnen, den Frauen, Ehre als solche, die Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Auch ein Mann muss sich unterordnen. Para suami pun harus tunduk kepada firman Tuhan. Hallo, höre ich da ein Aha oder ein Amen? Hallo, apakah saya mendengar Aha atau Amen? Ein Mann muss sich der Institution Ehe unterordnen. Para suami harus taat kepada institusi pernikahan. Der Mann muss in der Ehe seinen Platz einnehmen in der Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Para suami harus bisa menempatkan dirinya dalam pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Das bedeutet, dass er im Umgang mit seiner Frau sein Bestes tun muss, um sie zu verstehen. Yang artinya, artinya ketika berinteraksi dengan istrinya, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk memahaminya. Das Bild, das jetzt kommt, zeigt das Verständnis des Mannes, was eine Frau will. Gambar ini menunjukkan bagaimana pengertian seorang suami terhadap keinginan istrinya. Dieses Beispiel ist nur ein kleiner Witz. Ein Joke. Tapi contoh ini hanya gurauan kecil. In Deutschland gibt es ein Sprichwort, eher wird der Flughafen Berlin fertig, als ein Mann eine Frau richtig versteht. Di Jerman ada pepatah, Bandara Berlin akan lebih selesai cepat duluan daripada seorang pria bisa benar-benar memahami wanita. Aber es geht nicht um das Verstehen können, sondern um das Verstehen wollen. Ini bukan tentang bisa mengerti, tapi tentang mau untuk mengerti. Es ist eine bekannte und zugleich beschämende Tatsache, dass Männer mehr Einsicht in technische Zusammenhänge haben als ihre Frauen. Suatu fakta yang terkenal dan also sama juga, pada saat yang bersamaan juga memalukan
Kalau suami memiliki lebih banyak wawasan atau pengetahuan tentang masalah teknis daripada mengerti istri mereka. Männer denken immer, Frauen sein und denken wie sie selbst. Suami selalu berpikir istri itu berpikir atau sama seperti mereka. Sie können sich schlecht in die Gefühle ihrer Frauen hineindenken. Sulit bagi suami untuk bisa berempati dengan perasaan istri. Frauen empfinden emotionaler, sind aber geistig nicht unterlegen. Walaupun wanita, also wanita lebih emosional, tetapi wanita tidak berada lebih rendah atau lebih bodoh dari pria. Das müssen Männer wissen und soll ihr Verhalten Frauen gegenüber bestimmen. Pria perlu tahu hal ini dan memperhatikan bagaimana mereka berperilaku terhadap wanita. Es darf nicht zu einem Gefühl der Überlegenheit führen. Jangan sampai mengarah atau ada pikiran atau pemikiran dari para suami kalau mereka lebih unggul sehingga meremehkan istri mereka. Nein, der Mann muss verstehen, dass die Frau vieles hat, was er nicht hat. Ya, bukan seperti itu, tapi pria harus mengerti kalau wanita memiliki banyak hal yang mereka atau mereka pria-pria tidak miliki. So hat die Frau das Miterbe der Gnade des Lebens bekommen. Karena hal ini, istri menjadi teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Schon deshalb muss der Mann seine Frau ehren. Ein verständnisvoller Mann. Untuk alasan ini saja, seorang suami harus menghormati istrinya, dengan, yaitu adalah seorang suami yang harus penuh dengan pengertian. Es ist Gottes Absicht, dass Mann und Frau gemeinsam seine gemeinsam dem Herrn dienen. Ini adalah tujuan dari Tuhan agar suami dan istri bersama-sama melayani Tuhan. Jeder verrichtet sein Werk entsprechend seiner Aufgabe und seiner Fähigkeit. Setiap orang melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan kemampuannya. Danach belehrt Petrus die Eheleute, wie man gemeinsam miteinander umgehen muss. Kemudian Petrus itu mengajarkan juga bagaimana mengajarkan suami istri bagaimana mereka bersama-sama harus berperilaku terhadap satu sama lainnya. Und so gibt er Frauen und Männern grundlegende Verhaltensweisen in der Ehe. Petrus memberikan pada istri-istri dan suami aturan dasar berperilaku dalam pernikahan. Lesen wir hierzu die Verse 8 und 9. Endlich aber seid alle gleichberechtigt, gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Ja, hier spricht Jesus das Verhalten in der Ehe zueinander an, wie man miteinander umgehen muss und aufeinander zugehen muss. Di sini Petrus membahas bagaimana perilaku dalam pernikahan terhadap satu sama lain, bagaimana memperlakukan satu sama lain dan bagaimana mendekat satu sama lain, bukan saling menjauh. Das kann man auch auf unser Verhalten in unserer Gemeinde, der Gemeinschaft der Gläubigen, gleichermaßen übertragen. Hal yang sama juga bisa kita terapkan pada saat kita berperilaku di gereja, di komunitas orang-orang percaya. An erster Stelle steht da, dass alle gleichgesinnt sein sollen. Pertama-tama dikatakan bahwa setiap orang harus memiliki pikiran yang sama. Die Gläubigen befinden sich in einer feindlichen Welt.
Orang percaya berada di dunia yang kadang tidak bersahabat. Der Feind steht außerhalb und ist darauf aus, die Gläubigen und auch die Eheleute auseinanderzubringen. Musuh berada di luar, berusaha untuk memecah belah orang percaya dan juga pasangannya. Die einzige Waffe dagegen ist die gleiche Gesinnung. Satu-satunya senjata untuk melawannya adalah pola pikir yang sama. Das heißt, dass alle dasselbe Ziel haben, nämlich Jesus Christus zu verherrlichen. Dengan kata lain, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. In der Ehe und in der Gemeinschaft der Gläubigen soll jeder jedem Wohlwollen entgegenbringen, der sich dort befindet. Dalam pernikahan dan komunitas orang percaya, setiap orang harus menunjukkan niat baik kepada setiap orang yang ada di sana. Wir müssen Bösen mit Segen beantworten, wie es Jesus getan hat. Kita harus menjawab kejahatan dengan berkat, seperti yang dilakukan Yesus. Er soll und muss unser Vorbild sein. Dia harus dan harus menjadi teladan kita. Wir müssen ihm folgen und anderen wünschen, dass sie auch am Segen des Friedenreiches teilhaben. Kita harus meneladaninya, mengikutinya, berharap kalau orang lain juga ikut ambil bagian dalam berkat kerajaan damai. Lesen wir nun die letzten Verse 10, 11 und 12. Denn wer das Leben lieben und gute Taten sehen will, der halte die Zunge und Lippen von Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf den Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die, die Böses tun. Wir werden und können den Segen des Friedenreiches nicht nur in der Zukunft genießen. Kita akan dan dapat menikmati berkat kerajaan damai ini, tidak hanya di masa yang akan datang. Es ist auch jetzt schon möglich, das wahre Leben zu genießen und gute Tage zu sehen. Hal ini bisa memungkinkan kalau saat ini kita nikmat, ya seperti menikmati kehidupan nyata dan melihat hari-hari yang indah. Hier zitiert Petrus aus Psalm 34, Vers 13 bis 17. Berikut ini adalah kutipan dari Petrus, dari Mazmur 34, ayat 13 sampai 17. Wenn du gute Tage sehen und das Leben lieben willst, ist es nötig, dass du deinen Mund nicht gebrauchst, um böse und betrügerische Dinge zu sagen. Jika kamu melihat hari-hari baik dan kehidupan penuh cinta, betapa pentingnya untuk kamu tidak menggunakan mulutmu untuk mengatakan hal-hal yang jahat dan menipu. Tue Gutes und wende dich vom Bösen ab. Berbuat baiklah dan menjauh dari kejahatan. Wir sollen nach Frieden suchen in der Ehe, in der Gemeinschaft der Gläubigen und in der Welt. Kita harus mencari kedamaian dalam pernikahan, dalam komunitas orang percaya, atau di seluruh dunia. Das bringt Ruhe und besondere Gemeinschaft mit Gott. Ini akan membawa ketenangan, terutama dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Wir können dann gewiss sein, dass Gott bei uns ist, seine Augen sind auf uns gerichtet. Kemudian kita dengan begitu dapat yakin kalau Tuhan menyertai kita dan matanya itu tertuju untuk kita. Aber er erhöht auch unser Beten und beschützt uns. Dia juga menjawab doa kita dan melindungi kita. So können wir unser christliches Leben genießen. Dengan begitu, kita bisa menikmati kehidupan kekristenan kita.
So sagte der große deutsche Dichter Goethe: Wer am glücklichsten ist, der findet seinen Frieden in der Seele, ob er ein König ist oder ein Fasan. Penyair besar Jerman, Goethe, berkata, siapa yang paling bahagia adalah dia yang menemukan kedamaian dalam jiwanya. Apakah dia seorang raja atau burung pegar? Und der Friede Gottes, der höher ist als jeder menschliche Verstand, bewahre eure Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Wir wollen beten. Mari kita berdoa. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Vorbild auf dem Weg zum Heil. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk teladan-Mu dan jalan keselamatan. Heiliger Geist, setze deine Kraft ein, um in uns das richtige christliche Verhalten in der Gemeinschaft zu beherrschen. Roh Kudus, curahkanlah kuasamu untuk kami bisa menguasai di dalam berperilaku iman Kristen yang benar dalam komunitas. Wir wollen lernen, Verständnis füreinander zu haben, den anderen zu ehren und zu lieben. Kami mau belajar memahami satu sama lain, menghormati dan mengasihi satu sama lain. Stärke uns, um das Böse abzuwenden und Frieden zu suchen. Berilah kami kekuatan untuk menolak kejahatan dan mencari kedamaian. Vater, wende dein Angesicht nicht von uns ab. Bapa, jangan palingkan wajah-Mu dari kami. Lass deine Kraft in uns erblühen. Biarlah kuasa-Mu bertumbuh di dalam diri kami. Hilf uns in dieser Pandemie und tröste alle, die darunter leiden. Bantu kami di masa pandemi ini dan hibur mereka yang terkena atau yang menderita. Nimm unsere Opfergaben dankend an und lass diese wirken zu deiner Ehre. Terima persembahan kami dan biarlah ini bisa kami pakai untuk kemuliaan-Mu. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes und friedliches Zuhause. Amen. Saya berharap kita semua memiliki rumah yang diberkati dan penuh damai. Amin. I sing praises to your name. To